Moin moin, liebe Angelfreunde! Vor kurzem waren wir mal wieder am Plauer See an der Mecklenburger Seenplatte unterwegs, und zwar um den Raubfischen nachzustellen. Mit dabei war Axel von Angeltouren Plauer Werder. Zunächst popperten wir ein bisschen auf Barsch, danach sollte es mit großen Ködern auf Freiwasserzander gehen. Was man da so fangen oder auch nicht fangen kann, erfahrt ihr aber ein anderes Mal. Heute will ich euch ein paar nützliche Gadgets vorstellen, die ich bei der Tour dabei hatte, die mir beim Angeln den Alltag ein klein wenig erleichtern. Konkret geht es heute ums Einsparen von Platz und Gewicht beim Essen und Trinken unterwegs und darum, wie man das Verlieren und Nicht-Wiederfinden von Autoschlüssel und Co. verhindert. Kurz vorab, das ist keine bezahlte Werbung, sondern ich stelle einfach nur ein paar coole Sachen vor, die ich entdeckt habe und gerne beim Angeln benutze. Vor kurzem habe ich die Tactical Food Packs entdeckt, eine Art Bio-Fertiggerichte, die man in der Tüte kochen und essen kann. Dazu gibt es so einen winzigen Kocher mit Brennpaste, die fast unsichtbar brennt. Einfach Kocher an, Wasser rein, Tüte draufstellen, fertig. Alternativ kann man auch ein kleines Feuerchen machen. Es gibt auch Tagesrationen mit Energy-Drink-Pulver und lange haltbaren Snacks. Die Mahlzeiten sind lecker und praktisch, wenn auch mit gut 10 Euro pro Pack echt preisintensiv. Ich gönne mir aber mittlerweile beim Karpfenangeln oder auf dem Campingplatz gerne mal so ein Foodpack, hauptsächlich um keinen Campingkocher und Kartusche mitnehmen zu müssen. Das zweite Gadget, welches ich euch heute vorstellen möchte, kann uns vor einem echt großen Problem bewahren. Habt ihr schon mal beim Angeln irgendwo in der Pampa den Autoschlüssel verloren? Ich schon. Der absolute Horror. Stellt euch vor, wie aufwendig und teuer so eine Aktion werden kann. Ich habe daraus gelernt und mir den Must-Gear Finder geholt. Im Prinzip ein kleiner Schlüsselanhänger, der meinen Schlüssel über eine App ortet. Sie speichert einfach den letzten Punkt ab, an dem er per Bluetooth mit meinem Handy verbunden war. Dort begibt man sich dann auf die Suche und aktiviert per Handy den Alarmton. Schon hat man das Ding wieder in den Händen. Mega easy und mit gut 20 Euro eine Top-Investition. Habt ihr auch noch Ideen für Gadgets, die wir testen sollen? Haut sie einfach in die Kommentare und wir schauen uns das an. Petri und bis bald.